Der Beweggrund für mich zur Feuerwehr zu gehen war, anderen Menschen zu helfen, irgendwo auch ein Stück weit Kameradschaft zu haben, Teil von einem großen Team zu sein, das gemeinsam viel bewirken kann. Ja, warum bin ich bei der Feuerwehr? Klassisch in die Wiege gelegt, also sowohl der Opa wie auch der Vater waren beide bei der Feuerwehr und so bin ich recht früh dazugekommen und mit Herzblut geblieben. Hier in Bad Friedrichshall sind wir eine freiwillige Feuerwehr. Das heißt, alle Einsatzkräfte sind ehrenamtlich hier und kommen bei Alarm zur Wache. Ich selbst bin im Hauptberuf beim Ordnungsamt hier angestellt für Sachgebiet Brandschutz und Katastrophenschutz. Und meine Aufgabe letztendlich dann, den ganzen Verwaltungsakt, was Feuerwehr anbelangt, zu erstellen. Also das Aufgabenspektrum der Feuerwehr wird immer vielfältiger. Jeder kriegt natürlich Standardausbildung für die alltägliche Dinge. Aber für spezielle Sachen wie zum Beispiel Rettung aus Höhen, Tiefen, Wasser und Eis haben wir zwischenzeitlich eine spezielle Fachgruppe gegründet. Innerhalb der Feuerwehr hat ja jeder Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau unterschiedliche Tätigkeiten. Also das Einsatzspektrum ist ja sehr vielfältig. Ich selber bin in der Fachgruppe für Rettung aus Höhen und Tiefen, Wasser und Eis. Und wir beschäftigen uns halt überwiegend mit den Tätigkeiten verunglückte Personen oder andere Aufgaben aus Höhen und Tiefen, genauso wie bei Unwetterlagen aus fließenden Gewässern zu retten. Wir sind in verschiedene Gruppen eingeteilt, das heißt, nicht zu jedem Einsatzstichwort werden alle Feuerwehrleute alarmiert, sondern wir alarmieren natürlich die Personalressource je nach Einsatzszenario. Ja, von unseren Einsatzkräften wird Hochleistung abgefordert, sei es körperlich wie auch psychisch. Wir trainieren sowas einfach, um eine gewisse Routine zu kriegen und diese Routine spielen sie im Einsatz einfach auch ab. Ja, Teamwork ist in der Feuerwehr eigentlich ein großes Thema. Man muss sich auf den anderen verlassen können und muss darauf vertrauen, dass der jetzt genauso seinen Job macht. Weil nur so kann das Ganze auch zum Erfolg führen. Nicht jedes Einsatzstichwort löst die gleiche Emotion aus. Aber gerade bei einem bestätigten Gebäudebrand oder bei einem VU steigt die Anspannung natürlich schon. Und man weiß einfach nicht so wirklich, wie kann man helfen, kann man überhaupt helfen. Ja, als Kommandant hat man natürlich erstmal Verantwortung auch für seine eigenen Leute, aber rund um die Uhr wird von uns erwartet und auch von mir als Einsatzleiter für 20.000 Bürger in unserer Stadt bei mittlerweile fast über 200 Alarme richtige Entscheidungen zu treffen. Von dem her möchte ich das nicht nur für mich so sehen, sondern auch für unsere Führungskräfte. Hier haben wir ganz schöne Päckle auf unserer Schultern zu tragen. Draußen bleiben uns meistens nur Sekunden, um Entscheidungen zu treffen. Ja, und die sollte dann auch richtig sein.
Ja, was für ein Typ Mensch muss man für die Feuerwehr sein? Ich denke, man muss jemand sein, der anderen gern hilft, der die Einsätze seiner Privatzeit vorzieht, dass man, auch wenn es gerade privat vielleicht nicht so gut passt, für andere einfach einsteht und probiert, sein Bestes zu tun, um Menschen zu helfen. Ja.